Ich bedanke mich recht herzlich für alle eure liebenswerten Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Es hat mich von Herzen gefreut. Eine Unmenge Anzahl von Glückwünschen. Wie ihr hinter mir so gerade seht, das Leben läuft nicht nur im Kreis, sondern auf der Eisbahn. Und jeder von diesen, die wir da sehen, laufen ihre eigene Spur. Jeder läuft seine eigene Fantasie hinterher. Jeder läuft in seine eigene Geschichte. Das ist nicht negativ. Jeder läuft in seiner eigenen Welt. Manchmal müssen wir ausweichen. Manchmal scheint es, dass wir stolpern. Aber es geht meistens immer glimpflich weiter. Und auf diesem Weg glimpflich weiterzufahren und zu laufen, lade ich euch ein. Am Ende des Monats wieder zum Familienstellen. Jeder von euch sollte seine eigenen Kurven drehen, so dass sein Herz anfängt zu sinken. Jeder sollte diese Eisbahn, die hinter mir ist, sollte er so laufen, wie er es möchte. Und wenn er anfängt zu holpern und zu stolpern, dann würde ich sagen, sind wir hier beim Familienstellen an der richtigen Adresse. Wir kommen hin und wieder ins Stolpern. Unser Herz schreit wie immer nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Zuversicht. Und auf diesem Weg, guckt euch mal an, es ist Winterzeit, es ist Januar. Wie oft haben wir in diesem Monat Schlittschuh gefahren? Und wie oft fahren wir immer noch Schlittschuh, wie man so schön im Volksmund sagt? Selbst im Sommer. Was ich damit sagen möchte, glaube ich, kann jeder begreifen. Ich möchte euch nur einladen, auf eurem eigenen wahren Pfad zu folgen. Mit diesem sage ich noch einmal Danke für alle schönen Glückwünsche, die ich von euch erfahren habe. Bis dato verbleibe ich euer Robert Gerhard. Und schaut mal hin, manchmal auch die Kirche hat was für sich. Wenn wir sie von außen umkurven, dieser hohe Leuchtturm, der uns immer wieder als Richtungspfeiler zur Verfügung steht. Ich werde gerufen. Danke. Nie, hallo.